Ja, herzlich willkommen zum Lernvideo Nummer 2 zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Im letzten Video haben wir uns mit der Definition eines Vektorraums über K beschäftigt, also über den Körper der reellen bzw. komplexen Zahlen, und uns als Standardbeispiel den KD angesehen, also der Vektorraumstruktur, die man auf dem D-fachen kartesischen Produkt der reellen bzw. komplexen Zahlen einführen kann. Der RD ist sehr wichtig für die Analysis und wird deshalb auch eine wichtige Rolle in dieser Vorlesung spielen. Der Grund ist, dass der RD in sehr vielen mathematischen Modellen Anwendung findet, und wir wollen in diesem Lernvideo uns einfach ein paar Beispiele hierfür ansehen. In diesem ersten Beispiel werden wir Vektoren im RD verwenden, um die Position eines Objektes im d-dimensionalen affinen Raum zu beschreiben. In klassischen Modellen wird es in vereinfachten Modellen vielleicht auch 2 oder sogar 1. Wie macht man das? Man muss zuallererst ein Bezugssystem festlegen. Dazu fixiert man einen Punkt im affinen Raum, den ich hier mit O bezeichnen werde, und dieser Punkt hat dann die Rolle des Ursprungs. In D-Dimension braucht man jetzt noch d weitere Punkte. Ich mache die Zeichnung hier in d gleich 2 und benötige deshalb noch 2 weitere Punkte, P1, und vielleicht einen zweiten Punkt, der hier liegen könnte, P2. Und die Punkte sollen so gewählt sein oder müssen so gewählt sein, dass die Translationsvektoren, welche den Ursprung in diese Punkte überführt, diese Vektoren sollen linear unabhängig sein. Damit es passt, muss der Punkt besser hier liegen. So, ich bezeichne diese Vektoren wie in der Schule mit OP1 Pfeil drüber und OP2 Pfeil drüber. Und wenn ich nun einen beliebigen weiteren Punkt habe im Raum, zum Beispiel hier den Punkt X, dann gibt es natürlich auch wieder einen eindeutigen Vektor, der den Ursprung in diesen Punkt verschieben kann, und dieser Vektor kann nun eindeutig als Linearkombination unserer beiden vorher definierten Vektoren dargestellt werden. Und bei dieser Linearkombination gibt es eben Koeffizienten xi, als xi hier bezeichnet. Und wenn man diese Koeffizienten als Tupel zusammenfasst, ergibt sich somit ein kleines x hier auch, ne, ergibt sich hier also dann ein Element, ein Vektor im R2. Und mit Hilfe dieses Vektors können wir dann die Position eines Objektes bezüglich des Bezugssystems hier beschreiben. Wir möchten das nochmal an einem konkreten Beispiel illustrieren und stellen uns vor, dass wir hier ein Fadenpendel haben, das einen Aufhängepunkt hier hat, und dieses Fadenpendel schwingt im dreidimensionalen Raum ebenso hin und her. Wir möchten dann, wenn wir die Zeit einfrieren, den Endpunkt des Fadenpendels mit Hilfe eines Vektors im R3 beschreiben können. Okay, dazu nehmen wir mal an, dass das Fadenpendel in Ruhelage so. Um die Position des Endpunktes des Fadenpendels mit einem Vektor im R3 beschreiben zu können, müssen wir ja zunächst mal ein Bezugssystem festlegen. Und hier bietet es sich an, dass man den Ursprung des Bezugssystems einfach auf den Aufhängepunkt legt und dann den ersten Bezugspunkt P1 so legt, dass der Vektor von O nach P1 in Richtung Fadenpendel zeigt. Wir machen jetzt noch die Annahme, dass das Fadenpendel in einer Ebene schwingt, und legen den zweiten Bezugspunkt so fest, dass der Vektor von O nach P1 und O zum zweiten Bezugspunkt gerade diese Schwingungsebene aufspannt. Also hier ist dann P1 und hier ist dann P2.
Außerdem machen wir hier die Annahme, dass P1 und P2 einen euklidischen Abstand zum Ursprung von der Länge 1 haben. Wir sind ja in drei Dimensionen, wir müssten jetzt noch einen dritten Bezugspunkt festlegen und wir wählen den so, dass er orthogonal zu der Schwingungsebene steht und ich kann den hier jetzt einfach nicht einzeichnen und lasse das einfach mal weg. Ich habe hier so einen Teil dieses Kreises mal eingezeichnet und das bedeutet, dass die zulässigen Konfigurationen des Pendels eben jene sind. Man könnte ja auch hier noch weitergehen, aber wir belassen es mal hierbei. Und zum Beispiel könnte so eine Position eine zulässige Position des Pendels sein. Die Position dieses Endpunktes kann man jetzt bezüglich dieses Bezugssystems mit einem Vektor im R3 beschreiben und das ist hier passiert. Wenn Sie da mal hinschauen, da finden Sie an diesen Stellen hier den Parameter L, die Länge des Pendels und es taucht auch ein Winkel auf und den Winkel, dieser Winkel Alpha, an diesen Winkel, den kann ich hier einzeichnen. Und wir können ja mal schauen, ob das plausibel ist, was hier steht. Wenn Alpha gleich 0 ist, also wenn der Winkel 0 ist, dann ist der Kosinus von 0, 1. Das heißt, dieser Vektor hier hat in der ersten Komponente L stehen und in der zweiten Komponente, weil Sinus von 0 gleich 0 ist, eine 0 und in der dritten Komponente auch 0. Das bedeutet, wenn das hier die Länge 1 ist, dass tatsächlich dann der Punkt für Alpha gleich 0 hier liegen würde. Wenn Alpha nun positiv wird, dann lenkt das Pendel tatsächlich in Richtung P2 aus. Also das ist ein plausibler Ausdruck, der dort steht. Und später werden wir sehen, dass die euklidische Norm von diesem Vektor, der hier steht, gerade L ist. Naja, wie gesagt, wir haben implizit angenommen, dass die Schwingung nur in einer Ebene ist. Und das sieht man auch hier an der Darstellung. Denn hier ist die dritte Komponente immer 0. Hätten wir unser Bezugssystem anders gewählt, nämlich so, dass der dritte Bezugspunkt nicht orthogonal zu dieser P1-P2-Ebene steht, dann würde die dritte Komponente hier nicht 0 sein. Aber wir haben das in gewisser Weise optimal gewählt hier. Und bekommen hier dann als dritte Koordinate immer die 0. Und das bedeutet, dass wir eigentlich dieses System auch durch einen Vektor im R2 nur beschreiben könnten, indem wir einfach diese dritte Komponente weglassen, denn die hat ja keine Information. Ja, in dem nächsten Beispiel möchten wir nicht nur die starre Position eines Objektes im Raum beschreiben, sondern die Bewegung eines Objektes. Und das bedeutet, dass wir wissen oder beschreiben möchten, wo sich ein Objekt im Raum zu jedem Zeitpunkt befindet. Und mathematisch kann man das mit einer Funktion tun, die jeden Zeitpunkt t aus einem Intervall i einen Positionsvektor xt in r hoch d zuordnet. Ja. Abbildungen, die einen Skalar auf einen Vektor abbilden, werden in der Mathematik Kurven genannt. Bei unserem konkreten Beispiel des Fadenpendels könnte dann eine Trajektorie so aussehen. Hier ist der Auslenkungswinkel eine Funktion der Zeit. Und wenn man jetzt ein physikalisches Modell aufstellt, eine harmonische Approximation, dann würde sich der Winkel als Funktion der Zeit sich so darstellen lassen. Hierbei ist Omega 0 die Winkelgeschwindigkeit und Alpha 0 ist ein maximaler Auslenkungswinkel. Wenn wir mal hier die Zeit t gleich 0 setzen würden, dann wäre dieser Ausdruck hier 1 und Alpha von 0 wäre also dann gerade Alpha 0 der Auslenkungswinkel und das bedeutet, bei dieser Trajektorie ist es so, dass zum Zeitpunkt 0 das Fadenpendel maximal ausgelenkt ist und dann periodisch hin und her schwingt und die Frequenz wird durch die Winkelgeschwindigkeit festgelegt. Bei dem vorangegangenen Beispiel hatten wir eine Funktion, die Werte im r hoch d annimmt. Hier möchten wir eine Funktion uns angucken, die auf einem Teilgebiet im r hoch d definiert ist.
Solche Funktionen kommen in mathematischen Modellen häufig vor, wenn es darum geht, zeitliche Veränderungen von Dichte, von räumlichen Dichten zu beschreiben. Das ist beispielsweise der Fall, wenn man die zeitliche und räumliche Ausbreitung von Viren oder von Infektionen in einem Epidemiemodell beschreiben möchte. In solchen Modellen kommen Funktionen dieser Bauart eben vor. Und hierbei steht das Omega für ein räumliches Gebiet, zum Beispiel für das Gebiet, das von einer Stadt oder einem Staat oder einem ganzen Kontinent eingenommen wird. Dieser erste Raum hier, die nicht negativen reellen Zahlen, ist eigentlich kein Vektorraum, aber eine Teilmenge eines Vektorraums, steht für den positiven Zeitstrahl. Und da haben wir jetzt wieder ein kartesisches Produkt. Das heißt, das sind Paare Tx, wobei das T aus den nicht negativen Zahlen kommt und das X ist eben ein Punkt in unserem Gebiet Omega. Als Menge ist das hier einfach eine Teilmenge vom R3, denn das Omega ist eine Teilmenge vom R2 und die nicht negativen Zahlen sind eine Teilmenge von R und damit ist das eine Teilmenge vom R3. Und dieses U ordnet jetzt jedem Zeitpunkt und jedem Ortspunkt einen Wert, eine nicht negative Zahl zu und in solchen Modellen hat diese nicht negative Zahl die Bedeutung beispielsweise einer Infektionsdichte. Dichte bedeutet, dass diese Zahl hier die relative Anzahl der Infizierten pro Einheitsfläche beschreibt. Diese Funktion, die wir haben, ist ein Beispiel für ein sogenanntes Skalarfeld oder für eine skalare Funktion, denn die Werte, die rauskommen können, sind eben skalar. Auf der anderen Seite ist das Definitionsgebiet eben eine Teilmenge des möglicherweise mehrdimensionalen Vektorraums RD. Ja, im nächsten Beispiel betrachten wir eine Funktion, deren Definitionsbereich nicht nur eine Teilmenge vom RD ist, sondern auch deren Bildbereich im RD liegt, möglicherweise also vektorwertig ist. Und solche Abbildungen nennt man dann Vektorfelder. Ein typisches Beispiel, wo solche Vektorfelder eben vorkommen, ist in Modellen, welche die Dynamik von Flüssigkeiten beschreiben möchten. In diesen Modellen kommen eben Funktionen dieser Bauart vor und da hat der Definitionsbereich die gleiche Bedeutung wie zuvor. Dieses R steht für den Raum der Zeit und dieses Omega wird eine Teilmenge sein von R2 oder R3. Das heißt, die Elemente dieser Menge sind Ortspunkte. Setzen wir dann einen Zeitpunkt und einen Ortspunkt in diese Funktion ein, dann kommt dann im Vektor raus im R3, bei diesem Beispiel zumindest. Und bei Modellen für die Dynamik von Flüssigkeiten hat dieser Vektor die Bedeutung eines Geschwindigkeitsvektors, nämlich die Geschwindigkeit, die zu jenem Zeitpunkt an jenem Ortspunkt die Flüssigkeit hat. Ja, in dieser Grafik hier unten ist ein Vektorfeld visualisiert. Genauer gesagt hat man hier einfach einen Zeitpunkt t eingefroren, denn mit einem Bild wird man schlecht zeitliche Verläufe darstellen können. Wenn man also hier einen Zeitpunkt t einfriert, dann hat man nur noch eine Abbildung von Omega nach R3, also eine Abbildung, die einem x dann das Vektorfeld zum Zeitpunkt t in x beschreibt. Und wie ist dieses Bild hier zu lesen? Nun, wenn ich einen Ortspunkt x festlege, dann heißt es, dass ich hier in meinem Bild auch einen Punkt einfach mir ausgesucht habe und an so einem Punkt hängt dann ein Vektor. Und dieser Vektor ist genau der Vektor, der bei der Auswertung des Vektorfelds an diesem Punkt eben und zu dem festgelegten Zeitpunkt dann herauskommt.
Ja, bei dem nächsten Beispiel geht es um Bildverarbeitung. Da hat man oft zunächst mal das Problem, Bilder mit Hilfe von Funktionen darzustellen. Wir wollen uns zunächst mal Graustufenbilder anschauen. Und was man dann eben machen kann, ist zunächst mal, wenn man ein Bild hat, wie hier unten, ein geeignetes Koordinatensystem zu wählen. Und dann sieht man, dass dieses Bild innerhalb dieses Koordinatensystems dieses Gebiet hier einnimmt und wir können dann eine Funktion f betrachten, die jedem Bildpunkt einen nicht negativen Wert zuordnet. Und da ist die Konvention beispielsweise so, dass man sagt, dass die 0 für schwarz steht und umso größer der Wert ist, der natürlich nach oben nicht unbeschränkt ist, umso heller wird dieser Bildpunkt im Graustufenbild. Ja, wir können auch Farbbilder einfach darstellen. Und hierbei benutzt man dass aufgrund der Physiognomie unseres Auges es möglich ist, durch Mischen von Rot, Grün und blauem Licht jede andere Farbwahrnehmung zu erzeugen. Und das bedeutet dann in der mathematischen Darstellung eines Farbbildes als RGB-Farbbild, dass man so ein Farbbild eben zerlegt in Komponenten, nämlich in einen roten, in einen grünen und in einen blauen Kanal. Diese Kanäle für sich sind nichts anderes dann als Graustufenbilder. Und wenn man die zusammenpackt, dann kann man für jeden Bildpunkt eben angeben, wie viel Rot, wie viel Grün, wie viel Blau an diesem Bildpunkt vorhanden ist. Und in der Mischung entsteht dann jede andere Farbe. Mathematisch bedeutet das dann, dass man jeden Bildpunkt nicht wie beim Graustufenbild ein Skalar zuordnet, sondern jedem Bildpunkt einen Vektor im R3 zuordnet. Ja, dieses F1 würde dann, F1 von x würde für den Wert des roten Kanals am Bildpunkt x stehen und F3 eben für den Wert des blauen Kanals am Bildpunkt x. Das heißt, in diesem Sinne werden Graustufenbilder eben durch Skalare Felder repräsentiert, werden Farbbilder auf Vektorfelder, vektorwertige Funktionen führen. Und mit diesem letzten Beispiel sind wir auch am Ende dieses Lernvideos. Ja, bis zum nächsten Mal.